Ja, servus und hello again, hier ist wieder der Marty und wir zucken den, zocken, Restart, wir zocken den Football Manager 2020, unsere FC Augsburg Story. Wir sind in der Winterpause angelangt, es ist der 29. Dezember und wir werden heute das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf bestreiten. Das findet in 10 Tagen am 8. Januar 2022 statt und dann startet auch schon die Rückrunde mit dem Spiel gegen Schalke 04. Und bisher muss man sagen, tabellenmäßig, ja, es ist keine große Verbesserung zu den letzten Jahren zu sehen. Da sind wir ja zweimal, glaube ich, 15. geworden, was. Und ja, ich hatte mir vorgenommen, dass es diese Saison eigentlich etwas besser laufen sollte. Tut's aber nicht. Die Mitarbeiterverträge laufen aus. Bin ich nicht zuständig. Jugendverträge laufen aus. Alle zu wenig Potenzial. Ah, Dejan Lovren, den würden wir gerne verpflichten. Weil ob das klappt. Lovren ist nicht bereit, auch nur mit Augsburg zu reden. Vertrag abgelehnt. Ja, es war zu erwarten, dass ein Spieler seines Kalibers nicht zu uns kommt. Ja, 15 Punkte, das ist natürlich wenig. Wir haben gut begonnen, wir sehen sie oben, sind dann aber doch ziemlich eingebrochen, waren dann auch schon auf Abstiegsplätzen oder nah an den Abstiegsplätzen dran. Abstiegsplätze waren wir gar nicht, oder? Was war da schlechteste Platzierung? Das war 14. 14. Ne, waren wir nicht, wir waren 14. Und da halten wir uns im Moment gerade. Im letzten Spiel gegen Köln war natürlich grottig, 1:4 vergeigt. Jetzt gilt es in der Rückrunde dann was zu zeigen. Ja. Bewerten, was werden wir denn tun? Die Taktik ändern. Die nehmen wir jetzt mal so. Das heißt, wir werden die Taktik ändern, mit einem defensiven Mittelfeldspieler antreten, zwei zentralen Mittelfeldspielern und mal sehen, was wir da zeigen. Insgesamt bin ich ja gesagt, wie gesagt, mit der Saison so bedingt zufrieden. Es ist alles recht eng. Paderborn ist im Moment 16. mit 11 Punkten. Darmstadt, für mich fast Abstiegskandidat und auch die Klubberer, also beide nur jeweils einen Sieg aus 16 Spielen. Trotzdem sind sie nach wie vor nicht zu unterschätzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch nochmal irgendwas an, nochmal Gas geben und nochmal irgendwas versuchen. Paderborn hat ja, da sehen wir es, hat ja Baumgart entlassen, schade. So hat sich gut gehalten in meinen Augen. Können wir mal kurz schauen. Nein. Trainer, also Baumgart, lange Zeit dabei gewesen. 4 Jahre, 234 Tage. 2018 hat er die dritte Liga als Zweiter abgeschlossen, aufgestiegen. 2019 ist er aufgestiegen in die Bundesliga. Und jetzt halten sie sich eigentlich auch schon. Ja, sie halten sich jetzt 2 Jahre in der Bundesliga, sind letztes Jahr 16. geworden. Aktuell 12. Also kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, warum er den da entlässt. Wobei er ist zurückgetreten, sehe ich gerade. Okay. Gut, vielleicht wollte er nicht mehr. 11 Tage ist jetzt Dortchev-Trainer, Pavel Dortchev. Der hat vorher. Wo hat er vorher trainiert? Weiß ich jetzt gar nicht. Meilensteine, da haben wir es. War vorher bei Viktoria Köln Trainer. Also, der Herr Dortchev. Die anderen Entlassungen waren. Dortmund hat Benitez entlassen, genau. Der ist auch nicht wirklich in die Spur gekommen. Das ist natürlich schon, wenn man sich das ansieht. Erster Trainer Lucien Favre. Immerhin Supercup-Sieger sind sie geworden. 39% gewonnen. Dann ist Roger Schmidt Trainer geworden. 1 Jahr und 24 Tage. Der hat 54% gewonnen, war eigentlich okay, fand ich, solide. 29, nee, was sind das? 29 Siege, 15 Niederlagen. Der ist dann entlassen worden. Dann ist Rafa Benitez der Trainer geworden. Der hat wieder nur 39% gewonnen, hat sich gerade mal 325 Tage gehalten. Und jetzt ist wieder Michael Skibbe im Moment gerade der Interimstrainer. Bremen hat Laudrup
Nein, Laudrup hat Bremen verlassen, so muss man sagen. Kohlfeld ist ja damals zurückgetreten nach 3 Jahren. Der ist mittlerweile ein Leverkusen-Trainer. Dann war es Laudrup, der ist auch zurückgetreten. Ist jetzt der Trainer bei Real Valladolid in Spanien. Und neuer Trainer jetzt hier ist Peter Bosz. Peter Bosz, 7 Vereinstätigkeiten. Das sieht man hier irgendwie nicht, wo der überall war, oder? Sehe ich das hier? Ne, sehe ich auch nicht. Meilensteine, hier sehen wir es. Bosz war in Dortmund, dann Leverkusen. Schauen wir mal, was hat er denn? Auszeichnung keine, Meilensteine keine, Wettbewerbe. Jetzt in Bremen, naja. Also Peter Bosz ist der Nachfolger von Laudrup und auch Manuel Baum hat den VfB Stuttgart verlassen. Der ist jetzt Trainer in Hoffenheim. Für mich ein total überbewerteter Trainer. Der ist jetzt auch wieder in Augsburg im Gespräch, wäre überhaupt nicht nachvollziehen können. Beim VfB Stuttgart ist, ja, wer ist da? Steffen Baumgart. Ganz interessant. Steffen Baumgart, also der neue Trainer hier. Tim Walter ist ja damals entlassen worden nach 172 Tagen. Manuel Baum ist nach 1 Jahr und 321 Tagen zurückgetreten, ist aber immerhin Meister in der zweiten Bundesliga geworden. Also, okay. Wollen wir nicht so viel Negatives sagen und Steffen Baumgart jetzt hier also tätig. Aber egal. Testspiel gegen die Fortuna. Das Transferfenster öffnet. Diverse Scouting-Ergebnisse. Wir werden dann mal schauen, ob wir noch irgendwas machen können. Iago, ja, den hatten wir, den haben wir dann abgegeben, weil er weg wollte. Reuter empfiehlt Arp. Tja. Geschätzter Preis wollen nicht verkaufen. Romano Schmidt. Den will er auch holen. Reuter Burschi Bissek. Innenverteidiger. Dann hol ihn. Abu Chabaka, RB Leipzig. Und noch einer, Holm. Noah Sean Holm. Ja. Wäre natürlich schön. Die Transfers aktuell ja. Schauen wir uns mal die Transferchronik an. Wir haben ja einige Spieler geholt vor der Saison. Haben auch einiges abgegeben. Halt. Werden auch Finn Bogason abgeben. Der wollte ja nach 3 Jahren, nach 5 oder 6 Jahren hier seine Zeit beenden und in seine Heimat zurückkehren. Dem haben wir natürlich entsprochen, weil er ein sehr verdienter Spieler ist. Wechselt am 5.1. also und verlässt den FCA nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 Jahren. Schade. Lovren kommt nicht. Naja, gut. Also, schauen wir mal. Jetzt haben wir ein paar Transfers, die der Stefan Reuter abwickeln soll. Vielleicht schafft das ja. Wir simulieren jetzt bis zum Düsseldorfer Spiel. Das werden wir heute auch in diesem Teil simulieren oder zeigen. Kurtic will schon mal nicht kommen. Also der nächste, der abzackt. Ja, Augsburg ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das interessanteste Pflaster.
Lovren, ja, fällt ins Wasser. Schalke zielt auf Danso-Transfer. Ja, klar. Das wird nicht passieren. Das Fenster ist offen. Genau, Finanzen. Gehaltsverpflichtungen. Das finde ich immer eine sehr interessante Statistik. Hier sehen wir ja, Topverdiener bei uns ist der Tassos Tonis. Der ist aber verliehen, kommt aber irgendwann wieder. Wäre jetzt eigentlich eine Option, wenn. Wer ist ein Stürmer? Ja, Stürmer. Wenn Finn Bogason weg ist, dass wir ihn vielleicht zurück. Berufen. Busquets ist unser zweitbester Verdiener mit 2,67 Millionen. Und dann kommt André Hahn. Yusuf Kone. Keinen Vertrag für die kommende Saison hat Finn Bogason, das wissen wir. Hat Tobias Kempe, auch das wissen wir. Hat Taski. Jetzt zeigt es die hier immer doppelt an, das verstehe ich nicht. Das habe ich auch im anderen Safe. Die sind nun einmal drin. Also Taski ist weg. Oder er wird keinen Vertrag bekommen. Markus Pöllner. 23 Jahre. Erfüllt Anforderungen nicht. Auch der kriegt keinen Vertrag. Romario Rösch. Erfüllt Anforderungen nicht. Also auch den werden wir abgeben. Tja. Top-Spieler ist. Dr. Benji's Squad View. Also, was haben wir denn hier? Tore, Spiele, Einsätze. Also, die meisten Einsätze bestritten hat Busquets mit 18 und auch Tassos Donis, aber nicht bei uns. Busquets ein Tor, zwei Assists. Cedric Teuchert 17 Spiele, vier Tore. Hat am Anfang gut gespielt, dann unheimlich schwach. Also stark angefangen, schwach nachgelassen. Rajic, Tisserand, dann so. Saren Rennbacé ist verliehen, Mats Pedersen ist verliehen. Also. Ja, vielleicht schafft es ja der Stefan Reuter, dass er ein paar Spieler zu uns lotst. Ich würde es mir wünschen, dass wir hier jetzt. Viktoria Aschaffenburg hat Josef Mbila, aber das ist nichts für uns. Das ist ein Abgang. Fitnessbericht vor Rückrunde. Oxford kehrte verletzt zurück. Einige Spiele in Top-Verfassung. Wichtige Termine. Schmidt, Romario Schmidt. Schalke gibt ein Angebot für Danso ab. Nein. Den geben wir nicht ab. Astra zeigt erfreuliche Fortschritte. Was haben wir denn im Leistungszentrum? Wir haben auch keinen Spieler. Sind alle noch zu jung. Van Hoogdalem. Kein Spieler nennenswert. Ja, wir haben ja auch genügend Spieler geholt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt unbedingt Transfers machen müssen. Spieler wurden verpflichtet. Kontostand. Jetzt sind wir im Minus wieder. Im Januar. Registrierungsphase beginnt. Wir haben aber noch alle registriert. Ja, im Moment passt das so. Noch ja kein neuer Spieler da. Die monatliche Leistungsbilanz, eine 3. Das Mannschaftsgefüge, Führungsspieler Kubik, Hahn und Max. Also Kubik, wenn unser Captain, der spielt aber gar nicht mehr gerade. Steve McLaren wird Oxford nicht holen. Aha. Würde ich auch nicht abgeben. Schlupp, Jeffrey Schlupp, ja, an dem sind wir immer dran. Dann Chang Hen Sun, Chang Hon Sin Seng.
ist weg von Augsburg 2. Da hat er die letzten Jahre verbracht. War ja auch schon mal ausgeliehen in die K-League. Ja, war eigentlich solide gespielt, aber spielt auf dem Niveau eines Spielers der Regionalliga. Ja, gut, das bringt mir nichts. Kempe lehnt das Vertragsangebot ab. Gut, dann soll er es bleiben lassen. Dann setzen wir ihn jetzt auf die Transferliste. Ergänzungsspieler in seinen besten Jahren. Fünf Spiele brachte er vier Flanken an. Schlupp. Oh ja. Der Verkauf eines talentierten Spielers, Chung Jung Sung, hat bei der Fangemeinde zweifellos Besorgnis ausgelöst. Können Sie mehr über seinen Weggang sagen? Wir sagen einfach mal, er hat sich für einen Wechsel entschieden. Hat er wahrscheinlich auch, hoffe ich, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er auch Heimweh. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Dortmund hat einen neuen Trainer. Bilsa. Bilsa. Kennen wir Bilsa? Blub. Bilsa. Wo sind wir denn? Dortmund 8. Platz. Er kommt auch nicht so recht in die Puschen, das Team. Die letzten Jahre, letztes Jahr 7., das Jahr zuvor 2., 4., also Marcello Bilsa, also der Nachfolger von Rafa Benitez. Wo war Bilsa denn vorher? Er war bei Tottenham und Real Sociedad. Hat irgendwann auch mal selber Fußball gespielt, vor 100 Jahren. Also 12 Vereinstätigkeiten, 2 Nationalmannschaftstätigkeiten, längste Zeit 730 Tage, also in etwa 2 Jahre eine Auszeichnung hat er bekommen. Hat in 90 Spielen 49 gewonnen, 18 Unentschieden, 23 Niederlagen. Also das ist schon mal eine super Bilanz. Höchstes Nationenranking Nummer 15 für, wo ist er her? Ein Argentinier. Also, 2 Meisterschaften, ja, man muss jetzt sagen, ist jetzt nicht schlecht. Was hat er denn für Wettbewerbe? Nix, Meilensteine oder nix, okay. Also, ja, hier, Wettbewerbe mit Tottenham. Dritte Runde im EFL Cup ausgeschieden, qualifiziert für die erste Ausscheidung von der UEFA Europa League. Dritte Runde EFL Cup gewonnen, vierte Runde EFL Cup gewonnen. Gegen Pilsen hat er gewonnen. Gegen Valencia, dann sind sie ausgeschieden. Real Sociedad. Als 6. die Liga abgeschlossen. Ja, ist jetzt kein schlechter. Allerdings, ob er diese Mannschaft nach oben bringt, da bin ich gespannt. Akpoguma für Nigerien. Oh. Romano Schmidt, das Angebot wurde akzeptiert. Jetzt schauen wir mal. Trainingsplan. Finn Bogason geht nach Hause. Schade, schade. Wie stehen wir denn finanziell da? Transferbudget haben wir eigentlich, Gehaltsbudget haben wir auch noch was übrig. Ja, so schlecht sieht es jetzt nicht aus. Düsseldorf in der 2. Liga. Gegen Düsseldorf haben wir bisher wie oft gespielt? 2-mal in der Bundesliga. 2019, 2020, da gab es 4 Punkte für uns, einen für die Düsseldorfer, ein 1:0 und ein 2:2. Ein paar Tage sind es ja noch.
Schlupp spielt auf einem Niveau eines Spielers der zweiten Bundesliga. Ja, auch interessant. Der wurde mir doch von meinen Scouts so empfohlen. Warum denn das? Ich könnte mir vorstellen, dass Finn Bogason vielleicht wirklich ein zu teuer. Da schlägt das selber vor und dann bringt das nicht auf die Reihe, die Frau Reuter. Ich wollte mal kurz schauen, Vereinsinfo. Was haben wir denn? Vier Legenden, Ikonen. Da haben wir noch nicht drinnen. Also Daniel Bayer ist eine Ikone. Aber noch kein Finn Bogason. Ja, vielleicht kommt er da noch rein. Thomas Kubek. Nee, was hat Castanos? Grigoris Castanos. Also den können wir ausleihen. Transfers. Finn Bogason wechselt. Castanos. Kevin Danso. Schlupp und Schmidt haben einen Vertrag angeboten. Was haben wir denn noch auf der Scouting-Liste? Auf der Scouting-Liste die Gescouteten. Also, da gibt es Adrian Fein vom FC Bayern. Er spielt auch nicht wirklich. Bei Bayern spielt er nicht. Vielleicht kann man den ausleihen. Leihangebot. Schauen wir mal, ob die darauf anziehen. Fiete Arp, ja. Der will 5 Millionen, der ist mir viel zu teuer vom Gehalt her. Cuisance, der ist verletzt, der wäre noch eine Option. Es kostet der. Ja, den könnte man vielleicht auch ausleihen. Das wäre natürlich gut. Diego Demme kostet zu viel Ablöse. Schauen wir mal, ob die sich noch heute rühren und ob das im nächsten Teil dann zu sehen ist. Posteingang. Ah, was haben wir denn hier? Leihangebot für Castanos. Nehmen wir jetzt mal alle an. Wir nähern uns dem Düsseldorf-Spiel. So, was gibt's hier? Kopenhagen hat zwei Neuzugänge. Yusuf Paulsen ist da auch hingegangen. Reaktion in der Fans. Ja, mei, was soll ich machen, wenn er weg will? Reuter gibt ein Angebot für Holm ab. Schalke wird dann so. Dann kommt er, Jeffrey Schlupp kommt. Ausleihe von Cousins wurde abgelehnt, ja, schade. Wird registriert und bekommt dann die Nummer. Was hätte er denn gerne? Keine bevorzugte Nummer, dann kriegt er die. Ja, die 13 ist gut.
Damit will jeder spielen. Max, bitten wir um die Begrüßung. Holm wurde abgelehnt. Auch Feins, aber. Oh, Castells wechselt auch. Nach Mailand geht der. Okay. Interessant. Die Ratschläge zur Aufstellung, die machen wir natürlich nicht so, wie man sich das vorschlägt. Wer wäre denn spielen lassen? Ja. Ich lasse jetzt mal Kubek wieder spielen. Poguma, Danso, Doram und Max Wirtz. Müssen wir mal schauen. Schluppi Schluppmann. Ist ja ein Außenbahnspieler. Könnt ihr also dafür Kone spielen? Das probieren wir jetzt mal. Aracic 6696 Aster. Ivy 656 im Sturm. Ja, im Sturm müssen wir natürlich schauen. Was machen wir jetzt da? Lassen wir jetzt mal den Bonatini ran. Tisserand ist wieder da. Der Tisserand ist wieder da. Mit Danso dann verteidigen. Ich glaube fast, dass wir den Tasso. Ja, wobei Donis ist ja auch mehr. Ich weiß es nicht. Ja, so probieren wir es jetzt mal. Ne, wir haben noch einen Slot frei, oder? E5. Achso, wir können ja mehrere Ersatzspieler einsetzen. Genau. Rhys, Oxy, Oxford. Kubelev. Ivy. Yusuf Kone. Kedira setzen wir jetzt auf die Transferliste. Spielt keine Rolle mehr bei uns. Schade, Kedira, Guvelev, beides eigentlich solide Spieler gewesen. Aber spielen im Moment keine Rolle. Ja, die wichtigsten Transfers, Kühn Castells von Wolfsburg zu Inter Mailand, Jeffrey Schlupp von Fulham zu Augsburg, Yusuf Paulsen von Leipzig zu Kopenhagen. Und Banecki zur U19 von Bayern. International der Top-Transfer Nabil Fekir für 68 Millionen von Real Betis Palompi zu Juve. Will Hughes von Watford zu Wolverhampton. Westergaard von Southampton zu Sporting Lissabon. Jeffrey Schlupp, der teuerste Bundesliga-Transfer, also der reinkommende. Stefan Reuter ist zufrieden, dass er den Schlupp-Deal unter Dach und Fach gebracht hat. Naja. Schauen wir mal, der hilft. So, und jetzt endlich beim Spiel, wir haben jetzt schon ewig aufgezeichnet. Über eine halbe Stunde und nicht ein Spiel gemacht. Fitnesstrainer geht zum FC Augsburg, ja, schön für ihn. Den brauchen wir.
Es ist halt schwierig. Das dritte Jahr jetzt, wo wir so im Prinzip auf der Stelle treten, hier in Augsburg. So richtig vorwärts kommt man nicht. Aber wir sind in der Bundesliga, immerhin. Irgendwann möchte ich dann auch mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. So, jetzt das Spiel. Ich glaube, die Freundschaftsspiele mache ich nicht. Die werden simuliert. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jawohl. Oh, Düsseldorf überrumpelt Augsburg. Wie sah es aus? Also. Busquets ist sehr stark, der Rest eher nicht so stark. 1-0 verloren. Das sollte natürlich nicht sein. Aber gut. Konzentrieren wir uns auf die Liga gegen Schalke 04, das nächste Spiel. Und schauen wir noch die Nachrichten an. Javier Martinez, also ist aber ein anderer Martinez. Kluivert. Von Leipzig geht natürlich auch keiner zu uns. Wobei, jetzt Moment mal, Kluivert, spielt der den Stamm? Können wir da ausleihen. Okay, die wollen ihn nicht auf Leihbasis gehen lassen, also gut. Bele. Gut, damit bereiten wir uns jetzt auf das Spiel gegen Schalke 04 vor und beenden diesen Teil. Jo, Servus und bye bye.